Huhuhu und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Sacrifice of Val. Ja, das letzte Mal war ja turbulent. Der Shadow ist extrem stark geworden und wir sind weit gekommen und jetzt sind wir Stufe 26, geht nicht mehr lange, dann kommen wir noch, wie heißt es, ja, oder jetzt schon wieder? Muss ich gleich mal nachschauen. Haben wir sie? Ah, Haste, genau. Die Haste, Aura. Die macht uns dann noch schneller. Ich habe jetzt die, den Wrath-Spell rausgenommen und habe dafür Item Rarity reingenommen. Da, ja, Rarity immer besser ist. Wir wollen gute Items finden. Und ja. Was haben wir sonst noch? Haben wir noch etwas zum Ausrüsten? Scheinbar nicht. Wir brauchen unbedingt blaue Sockel. Also irgendwie müssen wir jetzt hier blaue Sockeln. Ding. Wir könnten eigentlich hier noch diesen. Nein, der ist zu wenig. Es gibt eben keinen Gürtel, den ich habe mit gutem MF. Mit Rarity. Dann lieber nicht. Ups. Ich wollte schauen, die Might Flay sind ab Level 35, okay. Da habe ich zwei Dolche. Ich muss schauen, wo. Ah, hier. Die müssen wir nebeneinander tun. Und die können wir dann benutzen als Dual-Wild. Und, ja, sieht nicht so gut aus mit blauen Socken, also die Gegenstände. Schade. Ich habe irgendwie wenig Items. Habe ich irgendwelche Mulis? Ich weiß es nicht. Aber eben, wir machen jetzt weiter. Wir sind ja hier in den Wetländer, also in den nassen Länder angekommen und haben das letzte Mal diesen fetten Tidings-Punkt besiegt und jetzt haben wir noch einen Skillpunkt bekommen. Ja, wir haben einen Skillpunkt bekommen. Yeah. Und jetzt gehen wir in die Wasserfallhöhlen. Die müssten eigentlich immer oben rechts sein. Dann gehen wir mal Richtung oben rechts. Hallo? Gegner, wo seid ihr? Hier. Also ihr seht, wie die also das ist Wahnsinn, wie die durchpreschen. So, irgendwo. Irgendwann, irgendwie. Also irgendwo. Die haben doch keine Chance. Na, wo sind die Rarities? Von der Rarity, hä? Passiert noch nicht so. Okay, es ist weiter unten. Ja, aber hier sind sie. So, die Kavernen. Also die Kavernen sind diese Grotten, glaube ich, heißt Kaverne. Gehen wir in die Grotte. Und preschen hier durch. Diese Skelette sollen nicht die Flüche machen. Das bekommt uns nicht. Wir werden dadurch nur noch stärker. Ha! Flüche werden uns nicht hindern. Daran. Uns von General Dominius zu befreien, das Exil, also die Exile zu befreien und das Böse zu vernichten. Und von dieser PT, wie sie heißt, wollen wir uns auch nicht aufhalten lassen. Das ist eine Magierin. Die einen extrem geilen Spell drauf hat, so eine Blitzkugel, die sehr viel prockt. Also, wenn ihr meine alten Let's Play, mein alt, ganz altes Let's Play von Diablo 3 gesehen habt, ich habe dort eine Blitz-Dämon Huntress gemacht und die hat ungefähr den gleichen Spell, einfach in Mini-Format.
So. Ah, und ich habe sie, glaube ich, mal angezockt. Also eine neue. Oder ein neuer, glaube ich, ist es neuer. Also einer, der ja vor einem Monat oder Parts hat sich einmal diesen Spell. Habe ich den angesetzt? So, was haben wir denn gefunden? Recht viel. Dinges. Orbs, meine ich, ja. Aber keine Rarity. Müssen wir den noch ein bisschen leveln. Ist noch ein bisschen zu wenig. Und wir haben sonst auf den Items keine Rarity Change. Ja, es ist nicht so leicht wie in Diablo 3 hier Gegenstände zu finden. Da müssen wir viele Runs machen und auch mal ein bisschen den Charakter schwächer machen und dafür Rarity Items reintun. Aber das ist doch mal geil, also auch wenn er nicht so mehr so viel Schaden macht durch die Aura, er ist extrem stark durch die Schnelligkeit. Und wir haben einen Molten Strike. Können wir gleich mal ausprobieren, oder? Dann gehen wir mal aus, wenn wir können. Molten Strike. Wo ist das Peng? Hä? Wo ist das Peng? Ja, so kann es natürlich nicht einsetzen. Hm. Nach oben. Okay. Ja, die Reichweite ist nicht gerade groß. Naja, lieber wieder umstellen. Hallo, nicht verstecken. Nein, wir leveln ihn nicht. Mitglieder. So, jetzt ist hier die zweite Ebene der... Ja, ich nenne sie immer Wasserfallhöhlen, weil es überall Wasserfälle hat. Wenn man zum Wasser kommt, hier zum Beispiel, hat sich irgendwo ein Wasserfall. Nein, das ist nicht die lange Brücke. Oh, schön. Leider macht er nicht so viel Damage. So ist es, sollten sowieso mal diese Noah ein bisschen stärken. Die ist extrem schwer. Und das geht ab hier, das ist Wahnsinn. Peng, 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 peng. Maschinengewehr. Eine zweite Aura. Das ist jetzt die Blitz, die Arc-Aura, Kettenblitz-Aura. Macht leider auch nicht so viel Damage. Wir machen halt zu viel Damage mit unserem Lightning Strike. Da werden diese zu schwachen Zeugs. Wir rennen einfach durch. Wir rennen einfach durch. Wir müssen gar nicht mal besonders achten auf irgendwas. Und jetzt sind wir in der Ancient Pyramid. Einem der geilsten Tempeln, die es gibt in diesem Spiel. Also natürlich ohne die Maps. Und die Wahl-Arenen, Wahl-Höhlenteile. Ja, was war das? Hier haben wir ein... Ah, das ist nur so gelblich gewesen wegen dem Licht. Und Level Up. Ja, ich möchte unbedingt hier an Schaden kommen und deshalb... Ja, wir können hier oben die nehmen. Eigentlich nur einen, oder? Bringt es die zwei nach, noch zu nehmen? Oder sind die stärker hier unten? 18. Sind beide gleich stark, ja. Ah, die hat Geschicklichkeit. Hm. Wo haben wir noch Ding? Hier haben wir noch Einhand.
16. Ah, hier müssen wir sowieso durch. Hier, dann können wir hier noch hin. Genau. Ja, gut. Ja. Wir haben leider nicht so viele Punkte zur Verfügung, aber wir schaffen das schon, uns richtig zu skinnen, weil ich achte nicht auf Geiz. Ich mag Geiz nicht, die haben immer einen eigenen Sinn für Spieler, die sich nicht gerne anpassen an das Spiel. Und ich passe mich halt an das Spiel an, an meinen Spielstil. Ich bin halt offensiver und schneller. Also ich möchte einfach, dass der Charakter schneller ist und offensiver. Und möchte auch ein bisschen mehr Herausforderung und nicht so hart sein, dass man keinen Schaden mehr leidet oder so. Will ich auch nicht, weil dann geht der Spielspaß flöten. Ja, ich will so sein, wie ich will sein. Und ich will euch zeigen, dass es auch anders geht und nicht wie durch Geiz befohlen oder sonst irgendwas. Man sollte sich halt nicht an Geiz richten. Also für Anfänger kein Problem, aber Profis richten sich nicht an Geiz, weil die müssen natürlich noch besser werden. Und Geiz sind nicht immer optimal. Ja, und ich bin halt schon ein extrem alter Action-Rollenspielzocker, Hack-and-Slay-Zocker, und habe schon meine eigenen Erfahrungen in solchen Spielen. Und da, ja, ich kann nicht sagen, ich kenne mich am besten aus. Nein, natürlich nicht. Ich kenne für meine Spielsucht, für meine Zeit eigentlich recht wenig aus. Aber das ist auch so, weil ich mich nicht 100% alles ernst mache, alles super mache und so. Ich will spielen und nicht irgendwie arbeiten oder so. Ich will einfach nur Spaß haben, und durch das Let's Play möchte ich es auch gerne euch übergeben, den Spaß, den ich habe. Und ja. Jo, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen berühmter werde. Ich würde gerne noch ein bisschen berühmter werden. Ich will niemals irgendwie Geld verdienen in YouTube oder so. Ich will einfach allen ein bisschen Spaß gönnen. Spaß machen. Und ja. Und ich möchte ein offener Let's Player werden. Oder bin schon ein offener Let's Player. Und dann jeder Kritikpunkt, jedes Feedback, alles, was ich gut gemacht habe, oder die Wünsche, die ihr habt, könnt ihr ruhig posten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn jemand ein bisschen postet. Also es wird schon gepostet natürlich, aber halt eben meistens nur Lobe. Und wenn ich mal auch ein bisschen Kritik bekomme, dann sehe ich, was kann ich noch besser machen, und ja, oder eben Verbesserungsvorschläge im positiveren Sinn oder einfach Wünsche. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ich bin ein wenig erwachsener Let's Player. Ich mag einfach nicht, wenn man so extrem kindisch wie zum Beispiel Gronkh die ganze Zeit ist oder ungespielt oder sonst irgendwas. Ich mag diesen Stil nicht. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber er passt nicht zu mir, und dann werde ich auch nie so viel Erfolg haben wie die, das ist klar. Und halt auch immer hinter anderen Let's Player sein, die halt kindisch sind, weil Kiddies gibt es auf YouTube so viele und erwachsene Leute nicht so. Und dann, ja, dann bin ich eigentlich immer noch so klein. Aber ich hoffe, ihr mögt's und ihr könnt Fan von mir werden oder sonst irgendwas. Es wird nicht nur mir freuen, es wird allen freuen, und ja, mal schauen. Vielleicht geht's dann mit dem Livestream besser. Ich mache ja einen Livestream, und da werde ich sehr viel hier Path of Exile zocken. Leider geht der Livestream hier irgendwie nicht. Keine Ahnung, wieso der nicht geht. Er hat Connect zu Twitch, und ja, eigentlich ist dort auch ein Bild, aber es ist mir nicht richtig angezeigt, also es ist schwarz. Also schwarz ist ja eben kein Bild, aber keine Ahnung, was die für Probleme haben. Tja, ist wahrscheinlich noch nicht so angepasst. Ah, hier oben ist der Eingang. Okay, gut.
Jetzt kommt dann der dritte Akt, der ist schon recht viel schwer. Dann wird es zwei Akte wieder einfach sein. Im Cruel Schwierigkeitsgrad, und dann kommt wieder Akt 3 im Schwierigkeitsgrad Cruel. Und der wird dann noch schwerer sein. Und dann kommen wieder zwei leichtere, und dann kommt wieder der dritte Akt in Merseville. Oder Merseville. Und ja, der hat jetzt in sich. Aber ich war schon mal da. Ich habe einen Charakter, der dort ist. Und ja, was kann man dazu sagen? Es ist halt recht unfair. Aber das gehört zu solchen Spielen dazu. Das muss auch mal ein bisschen unfair sein. Und wir werden das im Bestehen. Wenn nicht, ist mir egal. Da machen wir halt einen anderen Charakter, der mehr auf MF gemacht wird. Und ja. So, aber eben, wir haben Geduld. Ich kann im Livestream dann die weniger interessanten Dinge tun, wie zum Beispiel nach Gegenständen suchen und so. Dann dürft ihr mitschauen oder auch nicht mitschauen. Ist egal. Und ja. Dafür gibt es so extrem viel Livestream, wenn ich es kann. Hallo. Das ist der. Das Gute ist an den Bossen ist auch immer, dass es, wenn sie schwer sind, die Bosse recht viele Gegner hat, wo man die Heiltränke wieder aufladen kann. Ja, der Gegner ist recht zäh. Da brauchen wir noch ein paar Angriffe. Und diese Angriffe immer ausweichen, das seht ihr, wenn ihr dieses Teil nach oben macht. Und ja, der Drop ist halt scheiße, aber wir haben es geschafft. Juhu, wir sind im dritten Akt. Und im dritten Akt hat es zwei Fallenleger Feinde. Einer kommt sofort im nächsten Gebiet. Und einer kommt dann viel später in einem Turm. Und die haben ein Zehn in sich. Also die spammen, die fallen nur so. Und die machen Fettschaden. Aber das werdet ihr dann sehen. Ich werde jetzt hier kurz den besuchen gehen, der hier ist. Der ist nicht ganz so stark, aber trotzdem auch sehr stark. Im Gegensatz zu den anderen. Und der ist meistens oben rechts. Hier irgendwo ist er. Ich spüre es. Hier ist er? Nein. So, wir haben die Games Level Up gemacht. Gut. Guti, guti, gut, gut. Bang, bang. So haben wir es endlich. Ich habe schon keine Geduld. Es geht zu schnell, und wenn es bei mir schneller geht, dann hat man auch weniger Geduld. Also vor allem ich habe weniger. Ah, hier ist er, oder? Nein, das ist nicht. Das ist ein Käfer. Ein Käfer. Ein Mistkäfer. Ein Berserker. Okay. Berserker for Yuri. Und irgendwie ist deswegen. Ich hoffe, das wird nicht uns zum Verhängnis bei diesem katastrophalen Zwischenboss. Ah, Molten Shell Superior. Können wir eigentlich benutzen, oder? Ja, ist recht gut.
So, Molten Shell. Wie viele Sekunden? Ja, 10 Sekunden. Okay, dann machen wir das hier so. Und das hier so. Dann verletzen sie sich selber. Hallo, wo ist jetzt dieser Boss? Haben wir ihn schon getötet? Ohne zu sehen. Der muss doch goldenen Namen haben. Ich weiß es nicht, oder ist er nicht immer da? Ist er nicht immer da? Hallöchen? Hallöchen, Papöchen. Hallo, wo bist du? Ach, egal. Wir gehen jetzt rüber in die Stadt. Ja, YouTube wurde nicht mehr, also Zeitung für 3 Jahren nicht mehr so gut für Let's Player, weil es natürlich übersättigt ist und so. Dann haben wir es schwer. Und ja, die Geduld sinkt natürlich dadurch auch sehr. Aber ich werde nie aufhören, Let's Playen. Ist mir egal, ob 10 Zuschauer ich habe, was ich übrigens gar nicht mehr habe. Ich habe mehr, viel mehr. Aber ich meine einfach so zum Beispiel 10 oder 100.000 hat. Man ist trotzdem glücklich. Es macht keinen großen Unterschied. Weil die meisten ignorieren sowieso die Kommentare und so, und ich möchte sie da auch nicht ignorieren, und die besten pick ich raus und werde sie kommentieren, und für die anderen haben vielleicht andere Zeit, die mit mir helfen. Und ja, wenn ihr mir helfen wollt auf irgendwelche Sachen, ich würde mich natürlich sehr sehr freuen. Und ja, beim Kommentare beantworten, ja, aber alles ist freiwillig bei mir. Und ja, und die besten Kollegen werden von mir immer beschenkt. Und die bedanken sich auch immer sehr toll. Dankeschön dafür und danke an mich. So. Spell Damage sprachen wir nicht. Aber schon geil, so ein Jingling Spirit Shield. Wir haben sowieso das Falsche aufgemacht. Mach immer das falsche Fenster auf. Weil das halt oben dran ist. Was haben wir? Critical Change. Können wir reintun. Die sind nämlich recht gut. Die Critical Change. Und niemand will meine Items, weil niemand ankommt. Die Gilde ist so tot. Ich verstehe es nicht, wieso die Gilde ausgestorben ist. So schade, hey. Es war so ein guter Ding. Vor 4 Monaten war die noch so extrem gefüllt. Waren alle happy und so. Und plötzlich ging es bergab. Der Gildenleader hat nur noch Sachen bei eBay verkauft und hat dann auch die Lust verloren. Und irgendwie, ja, weiß nicht. Manche mögen halt irgendwie Path of Exile nicht mehr, weiß halt im Endgame nicht mehr so viel bietet, aber ich finde, es bietet immer noch mehr als zum Beispiel bei Diablo 3, also bitte. Was soll man mehr? Aber man ist halt schnell zu verwöhnt. Ich finde es schade, dass viele Spieler nach einiger Zeit zu verwöhnt von Spielen werden oder so. Genießt's. Vielleicht seid ihr aufs ein oder andere Mal extrem arm dran, werdet entführt oder sonst irgendwas, seid dann in einem Dschungel und könnt es nicht mehr genießen. Was wollt ihr im Dschungel genießen? Beim Tierejagen. Wollt ihr das Tierejagen genießen? Wenn irgendwo einfach mal ohne Strom seid, ohne Plastik, ohne irgendwas, ohne Internetverbindung, dann sieht das die Welt ganz anders aus. Also genießt alle eure Schritte, genießt die Welt, in der wir leben. Und
denkt an die anderen, die es nicht so gut haben. Es ist schon heftig, was wir so für Verwöhnungen haben und andere nicht. Es ist unfair und ja. Aber leider so. Die Menschen machen es sich zu bequem. Ich wäre tausendmal lieber hier in Pufferfix sein und würde Monster kloppen. Hauptsache ich sterbe nicht. Ich bin ein Mann, der hat keine Ängste eigentlich. Aber eine Angst habe ich und das ist der Tod. Ich habe so viele Schmerzen ausgehalten. Der Tod wäre nichts für mich, aber ich habe trotzdem irgendwie Angst. Und ich möchte einschlafen und nicht irgendwie ermordet werden. Oder sonst irgendwas, das will niemand. Und ja, die machen recht viel Schaden mit den Feuerbällen. Huh. Ha! Diese ist ein guter Mann. Hallo, und ein Alteration. Oh, da dachte schon ein Alchemie-Orb. Und ein Orb of Change, auch gut. Vielleicht finden wir bald mal einen Exalted Orb. Das sind die besten. Oder? Oder gibt es noch bessere? Ich weiß es nicht. Vor allem sind die Ex die Hauptnahrung in diesem Spiel. Hauptwährung. Und aber wir werden sie nicht für die Währung verwenden, weil wir spielen ohne Handel. Außer für Kollegen. Die werden wir mit Exalted beschenken, aber ich werde nichts kaufen mit Exalted. Aber schade, dass die nicht so online kommen. Es sind ein paar, die mögen Path of Exile kommen, aber nie online. Verstehe ich nicht. Fertig jetzt. Nein, 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 nicht so viel Damage machen. Geht's noch? Hi, du. Das ist Wahnsinn. Ey, du spinnst. Hallo. Weg da, powerful Crits, Darm. Okay. Ja, das ist schon hart. Die treffen eigentlich immer Crits und die sind sehr stark. Doppelten Schaden oder so. Also doppelten Schaden von normalen Crits und die machen doppelten Schaden. Oder 150, also 150% ist doppelt. Oder ist 200% doppelt, weiß nicht. Ich bin nie gut in Mathematik gewesen. Also in Algebra war ich gut. Aber im so, ja. Vor allem im Ding war ich nie gut im Kopfrechnen. Schriftlich habe ich im Reich nie Fehler gemacht. Also da habe ich eher Fehler gemacht als nicht gewusst oder einfach übergegangen oder sonst irgendwas. Und mochte irgendwie die Mathe-Tests mit schriftlichen Sachen. So, hier ist das Krematorium. Da kommt Petey als Endboss in diesem, also als Boss halt. Endboss ist ja der Dominus. Da möchte ich euch den Namen schon mal sagen, obwohl es ein bisschen gespöldert ist. Tut mir leid. Nein, Petey ist recht schwach. Die ist auch in der zweiten Form nicht Ding, wenn man etwas befolgt, sie nicht verwandeln lässt. Weil sie kann sich immer für mehrere Sekunden verwandeln in so Spektralgestalten und die sind recht heftig. Und irgendwie geht uns das Mana mehr aus. Wir müssen unbedingt etwas bekommen, das unser Mana auffrischt. Müssen wir doch das Rarity mal rausnehmen. Oh Mann, ich mag das nicht. Wir haben einfach zu schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Das frisst halt Mana wie eine Mords, ja. Eine Mordstante. Gott, Gott. Ein Fusing Orb. Die brauchen. Sehr schön. Hallo Leute, was habt ihr heute zu vermelden im Gefängnis? Ein Krematorium, das ist kein Gefängnis, das ist, also es ist schon ein Gefängnis. Da werden die Leute eingeäschert. Ein Soul Effre.
machen als der stärker. Machen wir da noch die Blitze hin. So, wo ist denn der Ding? Der Aufzug. Wir schnetzeln alles nieder, machen sie kaputt. Peng, 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 peng. Ach komm, Mana nicht nerven. Ja, die sind recht zäh hier drin. Vor allem die Golems. Damit hat momentan Mana-Not. Sollten nicht eigentlich wenig, ja, Eisresistenz, also weniger. Das ist ein bisschen gemein hier. So, wir gehen jetzt. Halt hier drüben herum. Ja, was mir noch auffällt ist, wenn Leute keine Ahnung von Games haben, fehlen und so, das wird viel lieber geschaut als jemand, der draus kommt und alles zeigen kann und so. Kann ich verstehen, man will halt nicht durch Let's Plays irgendwie ein bisschen lernen oder sonst irgendwas. Aber naja, für mich ist es eher peinlich. So, die Let's Player, die überhaupt keine Ahnung haben von Spielen, da gibt es einen ganz großen, der extrem fehlt. Oh, ja, das mag ich irgendwie nicht. Also, ich hab's nicht gern, wenn Leute fehlen, weil ich hab so ein bisschen Mitleid zu denen. Und, aber ich kann es verstehen, wenn die gut ankommen, aber es ist nicht gut. Und ich biete ja, eigentlich für jedes Game recht gute Tutorials an und so. Aber hab trotzdem halt nicht so einen Erfolg. Kann ich verstehen, kann ich aber auch nicht verstehen. Aber ich soll rumheulen. Ich bin glücklich, dass ich überhaupt 244 Abonnenten habe. Und wer hat das schon? Viele Leute haben auf YouTube keinen Erfolg. Ich habe wenigstens ein bisschen Erfolg. Ich habe ungefähr 90% des Let's Play Forums an Abonnenten. Das hört sich jetzt viel an, ist auch viel, aber für die Großen ist es natürlich wenig. Und für die großen, verwöhnten YouTube-Zuschauer ist es noch verwöhnter, ist es noch weniger. Und deshalb, naja, wie meint ihr das? Wie steht ihr dazu? Und schaut ihr, ja, welche Let's Player schaut ihr am liebsten? Also, welche Typen? Oh Gott, was ist denn das? Ah, das ist der große Checkpoint. Naja, das habe ich nicht gesehen, also, ja. Kann ich nicht verstehen, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe den Heiltrank getrunken, aber der ist natürlich viel zu schwach bei diesem Dot. So, wir gehen jetzt mal hier entlang. Okay. Hier runter. Das Gute an keine Aura ist, man muss sie nicht nachcasten, wenn man sie mal verliert. Ja, diese Arenen sind extrem schwer, vor allem dann in... Ah, wir sind hier. Lol, wir sind hier. Okay, machen wir die zuerst. Das ist der Blitzball. Die Blitzkugel, Kugelblitz. Genug, die hört schon bei einem halben Ding an. Abzuhauen. So Pussy-Gegner mag ich überhaupt nicht. Und Pussy-Let's-Player sowieso. Nein, Schätz.
Nein. So Pussy-Let's Play, die von eben Angst haben, die sind auch eigentlich relativ amüsant, aber es ist schon herrlich, wie die die ganze Zeit Angst haben von den schlichtesten Horrorspielen, von den schlechtesten, von den nicht-horror-lastigsten Dings schon Angst haben. Ich habe die Angst eigentlich schon recht früh in meinem Leben abgeschüttelt und ja, ich musste für mehr Angst haben von fallenden Bäumen. Ich war der Enkel eines Holzfällers und der hat extreme Bäume gefällt und alles möglich. Der hat noch auf alte Methode Holz gefällt. Ist dann für den Wald gegangen und hat Bäume gefällt. Scheiß auf Schutz oder sonst irgendwas. Dort ist er. Genau das ist der übertriebenste End. Das ist nicht normal, der dort. Ja, hören wir auf. Nein, das ist zu heftig. Hier seht ihr zum Beispiel eine Ding. Eine Fassung von übertriebenen Wahlbossen. Das ist einfach nur, ich weiß es nicht. Scheiße. Natürlich, scheiße. Und ja, was macht GGG, also Gas Powered Games? Eigentlich Gas Powered Games. Grinding Gear Games, genau. Was machen sie? Sie machen irgendwelche neue Mikrotranslations. Zum Beispiel ein Flügel. Die sehen so grässlich aus, so Tentakel. Aber nein, die kosten 20 Euro oder noch mehr. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber vor allem, es ist Gott, oh Gott. Was macht man dann? Entweder gar nichts oder wenigstens nicht nervend. Wenn man in der Stadt ist, dann hat man extrem viele Sachen. So Effekte. Gott, oh Gott, die sind die stark, sind alle so stark. Also, ist egal. Sterben wir halt die ganze Zeit. Aber ich höre jetzt auf mit diesem Krematorium. Und jetzt? Wir haben doch die Quest beendet. Ah, oh Mann, das da. Okay, wir haben es geschafft und jetzt müssen wir noch die Ding holen. Die Ding befreien, Clarissa. Okay. Ja, was sollen wir tun? Wegen den Mana-Kosten. Ja, wenn wir das nächste Mal schlimme Mana-Probleme haben, dann werde ich Clarity reinnehmen und nehme halt Rarity raus. So, wo ist Clarissa? Die müsste eigentlich immer vor dem Ding sein Krematorium, also ein bisschen weiter vor, bevor man rauf geht zu den Häusern. Aber die war nicht da. Vielleicht ist sie ja ein bisschen weiter weg. So. Extra Life. Oh Gott. Der nervt jetzt schon. Weg damit. So, vielleicht hier unten. Ah, hier sind die Sievers. Aber ich möchte die Clarissa holen. Ja, hör jetzt auf. Man kann es nicht abbrechen, weil er dreimal schlägt. Automatisch. Hier muss er sein. Der Gefangenentreiber. Mit der Clarissa. Ah, hier. Das ist das Guard Captain. Lol, die Lols. Oh, Resistenz. Doppelresistenz. Oh Gott. Schlecht. So. Dumme Frau. Und wir gehen zurück. Immer muss man die Frauen retten.
Ich möchte die Tower Case aber schon haben. So, jetzt. Was ist das? Molten Strike, Leap Slam. Na, können wir mitnehmen. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Oh Mann, es bringt irgendwie übrigens überhaupt nicht mehr, diese aufzuheben. Aufzusammeln. So, Leap Slam. Blop. Und Molten Strike. Machen wir hier noch diese Teile rein. So, und gehen wieder weiter. Ich mach mal kurz eine Aufnahme. Stopp, mach den nächsten Part und ja, bis gleich.